10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Unerfolgreich, unfit, schlapp und antriebslos? Alles eine Frage der Einstellung, des Mindsets, der Willenskraft. Es gibt keine Grenzen. The sky is the limit. Naja, so oder so ähnlich kriegt man es ja oft genug im Netz oder von Ratgebern oder Life-Coaches suggeriert. Aber es gibt ja Dinge, die sind, wie sie sind. Nur weil ich es unbedingt will, kann ich jetzt auch kein Auto anheben. Also es gibt ja Limits. Andererseits gibt es aber auch immer wieder Geschichten von Menschen, die über Grenzen hinausgewachsen sind. Was ist da also dran? Funktioniert das, dieses Mind over Body, also das Sprengen der eigenen körperlichen Grenzen, nur mit der Kraft der Gedanken? Let's explore. Britta ist 27 und gehört zu den besten Rollstuhl-Tennisspielerinnen Deutschlands. Ihr Ziel sind die Paralympischen Spiele in Paris. Dafür geht sie nicht nur körperlich an ihre Grenzen, sondern auch mental. Aber wie geht das? Wie gehst du denn mit körperlichen Grenzen um oder auch mentalen Grenzen? Das ist ganz, ganz schwierig, glaube ich. Gerade körperliche Grenzen. Also ich würde mich ja nicht weiterentwickeln, wenn ich immer nur in meiner Komfortzone quasi arbeiten würde. Ich muss ja darüber hinausgehen. Aber eben auch nicht so weit, dass ich eine Verletzung habe und ausfalle. Mm. Und das Gleiche gilt natürlich auch für mentale Situationen. Ich hatte auch schon, dass ich ein Turnier absagen musste, weil ich krank war. Aber ich habe gemerkt, das war einfach, weil ich was zu viel war. Glaubst du, dass jemand, der so Hochleistungssport macht, ein bestimmtes Mindset, bestimmte Einstellungen hat, von denen auch jeder andere was lernen kann? Wenn ich irgendwie eine Ausdauereinheit mache, kommt relativ früh das erste Mal der Gedanke von, boah, ich kann nicht mehr. Mhm. Und dann aber nicht nachzugeben, sondern wirklich an das körperliche Limit ranzugehen. Das ist was, was mit Sicherheit Sportlerinnen und Sportler können. Ich beschäftige mich ja mit der Frage, wie kann ich es schaffen, nur mit meiner Willenskraft sozusagen was zu erreichen, was vielleicht eigentlich gar nicht möglich erscheint. Wie würdest du das einschätzen? Es gibt mit Sicherheit auf den Sport bezogen Momente, wo das geht, wo das funktioniert, wo einfach auch die Person auf diesem Tennisplatz gewinnt, die gerade vom Kopf her besser da ist, die mental stärker ist. Mhm. Die kann deutlich schwächer Tennis spielen, aber einfach mental dieses Ding gewinnt. Was ist überhaupt für dich mentale Stärke? Viel Akzeptanz. Auch zu akzeptieren, wenn man negative Gedanken zum Beispiel hat. Und sich selbst dafür dann nicht zu verurteilen in dem Moment. Und da zu erarbeiten, das alles zu akzeptieren, erstmal. Das ist, glaube ich, ein erster Schritt, der ganz, ganz viel bringt in der mentalen Arbeit. Ja, die innere Kritikerin. Kenne ich auch. Nee. Beim Sport, wo körperlich schon so ein hohes Potenzial da ist, da macht es ja total Sinn, dass man sagt, man feilt noch so an den mentalen Grenzen. Aber wie ist das eigentlich in Situationen, in denen es gar nicht so scheint, als sei der Körper in der Lage, der Herausforderung gewachsen zu sein? Kann auch da die Kraft der Gedanken irgendwas bewirken? Und vor allen Dingen dann, wenn diese Herausforderung völlig unvorbereitet und ohne Training anders als im Sport eintritt. Man hört ja immer wieder von Menschen, die sind auf wundersame Weise über ihre eigenen körperlichen Grenzen hinausgewachsen. Der Isländer mit dem Spitznamen Laugi, der hat so ein Wunder erlebt. Und es klingt so unglaublich, was ihm widerfahren ist, dass es sogar verfilmt wurde. 1984. Weil sich ihr Fischernetz im Meeresboden verfängt, kennt dann Guðlaugur Frithjofsson, also Laugi, und seine 5 Kameraden. Das Wasser im Atlantik ist 5 Grad kalt. Bis dahin hielt die Wissenschaft es für unmöglich, dass darin jemand länger als 75 Minuten überleben kann. Aber während seine Kollegen sterben, schwimmt Laugi los. Zug um Zug, immer der Küste entgegen. Seine Stiefel und sein Ölzeug hat er ausgezogen. Er schwimmt barfuß in Jeans und Hemd. Nach 6 Stunden erreicht er die rettende Küste. Sein Zustand bei der Untersuchung im Krankenhaus ist ein medizinisches Wunder. Seine Körpertemperatur ist nicht mal messbar. Herzschlag ist normal. Temperatur gemessen? Ja. Wie hoch ist sie? Ich weiß nicht. Das Thermometer beginnt erst bei 33 Grad. Er ist unter 33? Und trotzdem geht's ihm so im Grunde genommen gut.
Wie ist das möglich? Wozu ist unser Körper im Notfall imstande? Und welche Rolle spielt dabei unser Geist? Wenn ich rausfinden will, wo die Grenzen von Mind over Body, also Geist über Körper, liegen, dann habe ich hier eine Chance. Am EnviHub, einem Forschungskomplex des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Hier lässt sich jede noch so lebensfeindliche Umwelt simulieren. Ich will wissen, wie fühlt es sich an, an mein körperliches Limit zu gehen? Und kann ich es überwinden, wenn ich es nur doll genug will? Stefan Mössel hat ein kleines Experiment für mich vorbereitet. Also wir machen jetzt einen sogenannten Hypoxietest, beziehungsweise wir demonstrieren das einmal. Das heißt, in dieser Flasche ist normale Atemluft, angereichert mit Helium, dass nicht mehr 21% Sauerstoff drin ist, sondern nur noch 6,5% Sauerstoff. 6,5? Dadurch sinkt sozusagen der Partialdruck vom Sauerstoff und es entspricht ungefähr einer Höhe von 7.500 Meter Höhe. Normalerweise würdest du natürlich sehr, sehr langsam in so eine Höhe vordringen. Das macht man über viele Wochen hinweg sehr, sehr langsam. Wir demonstrieren jetzt einmal, was passiert, wenn man sich in eine solche Höhe begibt, wenn man sich nicht adaptiert hat. Das heißt, du setzt jetzt gleich die Maske, also nimmst die Maske im Mund, wie eine Tauchermaske, und machst noch die Nasenklammer drauf und atmest einfach ganz normal, so wie du auch atmen würdest. Und ziehst einfach so wie hier in dem Experiment einfach immer 7 ab. Muss ich jetzt schon überlegen, ohne. Ich schieb's dann auf den Sauerstoffgehalt. Okay, dann einmal den Mund nehmen. Ich gehe natürlich mit dem richtigen Mindset dran. Mein Körper wird mir keine Grenzen setzen, sag ich jetzt mal. There is no limit. Schauen wir mal, ne? Mit Erfolg. Die Kraft der Gedanken. Okay. Hä? Und die Nasenklammer. Und ganz normal atmen. Willst du nicht mehr? Ist okay? Ja, es geht. Es hat mir Angst gemacht gerade. So war eher Angst, dass... Das Herz geht krass schnell dann. Ist auch eine normale Reaktion. Also du siehst, wenn man nicht adaptiert ist, dann geht es extrem schnell bergab. Aber ich konnte noch einigermaßen rechnen, oder? Es sah bis dahin gut aus. Doch, stimmt. Ja, dann war alles richtig. Ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, ich hätte es vielleicht länger durchziehen müssen, um mehr auszuhalten sozusagen. Also das fast eher, als hätte meine Psyche mir jetzt gerade eine Grenze gesetzt in Form von Angst. Also irgendwie denke ich jetzt gerade hier nach darüber nach, dass man manchmal vielleicht gar nicht unterscheiden kann, wo ist eigentlich körperliche Grenze und wo ist mentale Grenze. Ich denke, da ist jeder Mensch anders strukturiert. Aber bei dir kam jetzt so diese psychische Grenze halt ein bisschen früher, wo du gesagt hast, ich fühle mich nicht wohl. Es ist einfach ein Signal von deinem Körper, auf das du gehört hast. Es gibt natürlich auch andere Menschen, die sagen, ich ignoriere sozusagen bewusst dieses Gefühl von Angst und überschreite diese Grenze. Und dann wird es natürlich gefährlich. Deswegen ist es gut für dich, dass du da deine Grenze erkannt hast und sie eingehalten hast. Mhm. Für mich war bei diesem Versuch heute total spannend zu sehen, wie sehr Grenzen im Kopf und Grenzen im Körper doch irgendwie miteinander verbunden sind. Aber was das Experiment ja auch gezeigt hat, ist, irgendwann ist einfach eine ganz biologische, körperliche Grenze erreicht. Da kann ich mir noch so sehr wünschen, dass ich das irgendwie schaffe und aushalte. Das geht dann nicht mehr. Aber wenn das so ist, wie kann es dann sein, dass manchmal Menschen entgegen aller Logik über ihre körperlichen Grenzen hinauswachsen? Welche wissenschaftlichen Erklärungsansätze gibt es dafür? Eine Erklärung ist die Extremsituation. Es ist nämlich so, dass unser Körper normalerweise nie so bis ans letzte Limit seiner Energiereserven geht. Ähnlich wie ein Handyakku, der immer schon bei 10% Leistung geladen werden müsste. Das ist ein Schutzmechanismus. Und der wird nur unter einer Bedingung außer Kraft gesetzt. Unter Lebensgefahr. So wie bei dem isländischen Fischer Laugi. Wir registrieren die Gefahr und unser Gehirn versetzt sich in den Überlebensmodus. Das führt letzten Endes im Körper dazu, dass bestimmte Hormone ausgeschüttet werden, die ihr bestimmt als Stresshormone kennt. Adrenalin und Cortisol.
Und wo die uns chronisch schaden können, sind sie aber akut total wichtig für uns. Sie versetzen unseren Körper in Bewegung, aktivieren ihn und sorgen dafür, dass andere Prozesse, die gerade nicht so wichtig sind, wie zum Beispiel die Verdauung, erstmal hinten angestellt werden. Adrenalin fördert die Leistung von Herz und Lunge, sodass mehr Blut in die Organe gepumpt wird. Cortisol mobilisiert die letzten Energiereserven des Körpers. Endorphine wirken wie ein körpereigenes Schmerzmittel, sodass wir die Warnung nicht mehr wahrnehmen. Und der Neurotransmitter Noradrenalin wirkt auf die Gehirnleistung. Er fördert die Reaktionsfähigkeit und steigert die Konzentration. Unser Körper ist jetzt in Höchstleistung. Aber das alleine kann ja auch nicht erklären, warum Laugi überlebt hat, während seine Kameraden gestorben sind. Schließlich ist diese Reaktion des Körpers im Überlebenskampf ja bei allen gleich. Um herauszufinden, wie er überleben konnte, hat man sich zunächst auf die Frage konzentriert, ob Laugis Körper irgendwie besonders ist. Laugi ist über 1,90 Meter groß und 125 Kilo schwer. Er gilt nicht gerade als sportlich. Aber tatsächlich finden die Forschenden bei einer Reihe von Tests etwas Außergewöhnliches. Eine besonders dicke, schützende Fettschicht unter der Haut, die subkutane Fettschicht. Und sie ist mehr als doppelt so dick wie bei anderen beleibten Männern. Diese Fettschicht hilft ihm, die Kälte besser zu ertragen und verleiht ihm später den Namen Seehundmann. Aber das ist eine Erklärung, nur eben nicht die einzige. Die Forschenden sagen nämlich, allein diese dickere Fettschicht, die hätte kaum ausgereicht, um Laugi davor zu bewahren, in diesem eiskalten Wasser zu erfrieren. Sie haben eine andere Vermutung. Wir waren uns einig, dass seine geistige Stärke, seine Gelassenheit und Beharrlichkeit eine erhebliche Rolle gespielt haben dürften. Sein Fall verdeutlicht eigentlich was ganz Interessantes. Das richtige Level von Stresshormonen wie Adrenalin und Cortisol, das ist von Bedeutung, wenn es um die Frage geht, Höchstleistung abrufen zu können. Es braucht die Aktivierung, aber Ruhe und geistige Klarheit eben auch. Und das ist dann eben nicht nur diese reine körperliche Überlebensreaktion, sondern da kommen die eigenen Gedanken ins Spiel. Könnte das Training der mentalen Stärke diesen entscheidenden kleinen Unterschied machen und dazu führen, dass manche Menschen über ihr Limit hinauswachsen? Als Spitzensportlerin muss Britta diese Extraleistung bringen. Um das zu schaffen, arbeitet sie mit ihrem Mentaltrainer Jona zusammen. Was sind für euch jetzt konkret die Punkte, an denen ihr arbeitet? Also geht es da dann um Fokus? Das war ein Thema zuletzt, weil ich eine Phase hatte und auch immer noch manchmal habe, wo mich Dinge von außen ablenken. Da haben wir überlegt, was eine Möglichkeit ist, wie ich diesen Fokus lenken kann. Und deshalb haben wir für uns das Bild entwickelt, uns unsere Aufmerksamkeit vorzustellen wie den Scheinwerfer von der Taschenlampe. Mhm. Und den habe ich im Idealfall selber in der Hand und kann dadurch meine Aufmerksamkeit darauf fokussieren, was in dem Moment wichtig ist. Den habe ich viel angewandt, gerade weil es war viel los außenrum um den Platz. Man hört viel, weil einfach der Schall nicht rausgeht. Und da habe ich schon versucht, den Scheinwerfer wieder auf dieses Spiel zu bringen. Also geht es nicht so sehr darum, die Störung zu eliminieren, sondern mit der Störung im Umgang zu finden. Grundsätzlich auf jeden Fall. Und vielleicht auch im ersten Schritt eine Akzeptanz reinzukriegen, okay, die ist jetzt da, diese Störung, und von dort aus zu schauen, und wie kann und möchte ich jetzt mit der umgehen. Das anzunehmen, was jetzt gerade da ist, und zu schauen, was davon hilft mir und was davon steht eigentlich gerade meiner vollen Potenzialentwicklung im Wege. Prüfungssituationen oder Dinge, vor denen man Angst hat, da macht man sich ja oft selber auch so einen Druck. Gibt es da was ganz Konkretes, wo ihr sagt, das hilft? Ich würde sagen, dass es hilfreich sein kann, den Atem zu benutzen, um sich irgendwie runter zu regulieren, vielleicht auch wirklich körperliche Methoden, also bewusstes Anspannen und dann wieder Entspannen der Muskeln, so für den kurzfristigen, ins Hier und Jetzt kommen, kurz einmal entspannen dürfen und sich die Situation vorher systematisch und wiederholt vorzustellen. So lebhaft wie möglich, so konkret und so realitätsnah wie möglich. Wenn ich ins Bett gehe und gelesen habe, mache ich das Licht aus und dann schlage ich in meinen Gedanken 10 Vorhände, 10 Rückhände und 10 zweite Aufschläge. Wow. Und dann dauert das irgendwie ein paar Minuten, aber ich habe alles nochmal durchgegangen. Irgendwie
wie möchte ich jetzt genau, was soll mein Schläger tun? Was soll welcher Teil des Schlägers tun? Was macht mein Handgelenk? Und ja, es hilft mir auf jeden Fall, die Schläge noch mal ein bisschen besser zu verstehen auch. Genau wie Britta es beschreibt, lässt sich mentales Training in zwei Bereiche einteilen. Zum einen geht es um innere Ruhe, auch in Drucksituationen. Aber zum anderen eben auch ganz konkret um das mentale Trainieren von Bewegungsabläufen, mittels Visualisierung. Aber wie kann sich das Vorstellen auf die körperliche Umsetzung übertragen? Sina Gerten erforscht das in Bielefeld. Sina und ihr Team untersuchen die Hirnströme von Versuchspersonen beim Golfen. Einmal, wenn sie die Bewegung tatsächlich durchführen und einmal, wenn die Probanden die Ausführung nur im Kopf durchgehen. Wir haben jetzt die beiden Bewegungen gegenübergestellt. Also einmal auf der linken Seite haben wir die Bewegungsvorstellung und auf der rechten Seite die eigentliche Bewegungsausführung. Mhm. Und hier können wir jetzt ganz schön sehen, dass einmal grundsätzlich schon sehr ähnliche Bereiche aktiv sind, sowohl bei der Vorstellung als auch bei der Ausführung. Das heißt, dieses Hauptareal hier, genau, ist dann auch wieder in Richtung Motorkortex. Genau, das ist wieder der primärmotorische Kortex und der prämotorische Kortex. Mhm. Also das, was wir für Bewegungen auch aktiv haben. Genau. Das heißt, da sieht man eigentlich sehr deutlich, dass beim Bewegungsablauf ist ja irgendwie klar, dass der Motorkortex sozusagen arbeitet, aber bei nur der Vorstellung, dass da derselbe Bereich aktiv ist, ist ja schon super interessant. Also wir sehen auch tatsächlich, dass bei der Bewegungsvorstellung eigentlich die Aktivität nicht so hoch ist wie bei der eigentlichen Ausführung, aber schon sehr deutlich zu sehen, dass es sich ähnelt, ja. Das ist ein Erkläransatz, warum mentales Training zu einer Leistungsverbesserung führen kann. Wir können also doch tatsächlich auch mit der Kraft unserer Gedanken unbewusste Körperfunktionen beeinflussen. Aber der genaue Wirkmechanismus, ne, also über welche Nervenverbindungen und Signalwege das funktioniert, daran wird noch geforscht. Eine interessante neuere Studie hat in unserem Gehirn aber ein Puzzlestück entdeckt. Und zwar im motorischen Kortex, der die Bewegungen unseres Körpers koordiniert. Dort gibt es ein Netzwerk, das Hirnregionen miteinander verbindet, die einerseits mit der willentlichen Steuerung von Bewegungsabläufen assoziiert werden, und andererseits mit solchen, die autonome Körperfunktionen wie den Blutdruck steuern. Letzten Endes steuert unser Gehirn eben alles, auch das Unbewusste. Neurowissenschaftlich gesehen kann man das gar nicht trennen, Körper und Geist. Aber was genau bedeutet das wirklich und wie weit kann das gehen, wenn Menschen sich damit ganz, ganz viel auseinandersetzen? Was können wir von Menschen lernen, die schon eine ganze Ecke länger auf die Kraft der Gedanken setzen, wenn es um körperliche Kontrolle und Präzision geht? Um das herauszufinden, fahre ich in die Pfalz, in einen Shaolin-Tempel. Schon seit über 1500 Jahren leben praktizierende Buddhisten wie der Mönchsorden der Shaolin nach der Überzeugung, dass Körper und Geist eine Einheit bilden. Vielleicht schaffe ich es ja so, über meine Grenzen hinauszuwachsen. Dabei helfen will mir der Shaolin-Meister persönlich. Shi Hengyi. Ja. Nimm mich mal mit in so einen Alltag hier. Normalerweise fängt der Tag hier im Kloster im Sommer ungefähr um 6 Uhr morgens an. Mhm. Und fängt dann erstmal für jeden in der Regel mit der sitzenden Meditation an. Mhm. Bedeutet, den Tag zu starten und erstmal bei sich zu bleiben. Dann vorbereiten für das erste morgendliche Training, was dann von 9 Uhr bis um 11 Uhr stattfindet, wo wir unten auf dem Trainingsplatz uns dann versammeln, 15 bis 17 Uhr die nächste Einheit an Training und dann Abendessen, 19 Uhr bis 21 Uhr nächste Trainingseinheit. Wow. Nochmal. So. Körperlichkeit, Geistlichkeit lässt sich sehr, sehr schwer trennen. Mhm. Ja, letztendlich sind die immer in irgendeiner Art und Weise miteinander verknüpft. Das heißt, den Körper zu spüren und zu fordern, um auch eine geistige Klarheit zu finden? Genau. Wieso sollte sich das nicht auch darauf auswirken, dass wir innerlich mentale Fähigkeiten entwickeln? Ich finde es voll spannend, weil das ist irgendwie das Gegenteil von der Frage eigentlich, die ich mir gestellt habe. Ich bin ja mit der Frage auf die Suche gegangen, wie kann die Kraft der Gedanken unsere körperlichen Grenzen überwinden lassen?
Und du sagst eigentlich, indem ich auch an meinen körperlichen Grenzen arbeite, erweitere ich auch sozusagen meine mentale Stärke. Stimmt's? Ja, ja, das ist so eigentlich ganz gut ausgedrückt. Mhm. Und jetzt genau gehst du langsam runter. Solange der Rücken sozusagen gerade ist. Das sieht jetzt schon aus. Ja, bis steigst mal, ziehst du leicht ein. Genau. Und jetzt behältst du die Position bei und versuchst mal innerlich zu entspannen. Sozusagen der innere Konflikt aufgeben, weitermachen, anstrengen. Ja, wie lange noch so. Das alles loslassen. Das alles loslassen. Aber noch eine Minute. Okay. Steiß Bein reinnehmen. 20 Sekunden. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. 2, 1. Oh Gott. Also es war jetzt wirklich, also jetzt war die physische Grenze da. Ja, aber gedanklich zum Beispiel, wenn es um Komfort geht, hättest du wahrscheinlich viel früher. Ja. Bereits morgen wird es länger klappen. Die zusätzliche Kraft gibt dir der Körper, die ist jetzt freigesetzt. Das ist das Besondere am Körper. Es wächst, was man nährt, wie beim Geist. Körper und Geist. In welchen Bereichen geht ihr denn über eure Grenzen? Schreibt mir das super gerne mal in die Kommentare. Die innere Kraft buddhistischer Mönche interessiert immer wieder auch die Wissenschaft. Es gibt unglaubliche Studien von Harvard-Forschenden von vor 40 Jahren. Die zeigen, tibetische Mönche können ihre Körpertemperatur bewusst erhöhen, willentlich. Und zwar so, dass sie damit nasse Leintücher, die man ihnen umgelegt hat, trocknen können, innerhalb einer Stunde. An bestimmten Stellen ihres Körpers konnten die Forschenden einen Unterschied in der Körpertemperatur von über 8 Grad messen. Und das schon nach wenigen Minuten. Ziemlich gut untersucht ist auch die Wirkung der Meditation. In bildgebenden Verfahren kann man sehen, dass sich nach einer Zeit die Hirnstruktur verändert. Je nachdem, welche Praxis der Meditation man benutzt, kann man sehen, dass die graue Substanz in der Amygdala, also einem Bereich, der für die Verarbeitung von Stress und Angst wichtig ist, weniger wird. Gleichzeitig wird die Dichte der grauen Substanz im Hippocampus, in dem unsere Erinnerungen gebildet werden, und in Bereichen, die für Selbstwahrnehmung und Mitgefühl zuständig sind, aber größer. Das sind dann also ganz körperlich bessere Voraussetzungen, um mit Stress umzugehen. Weil wenn diese Stressantwort zwischen Gehirn und Körper durch Angst eben geringer ausfällt, dann bleibt eben auch mehr Ruhe zum Denken und mehr Raum, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Die Shaolin widmen dem Training von Körper und Geist viele Jahre ihres Lebens. Jeden Tag, viele Stunden. Shi Hengyi will mir zeigen, wie sehr das seine körperlichen und mentalen Grenzen verschoben hat. Was machst du jetzt innerlich, damit du dich als Vorbereitung, das jetzt zu machen? So, die Atmung. Mhm. Einatmen, ausatmen, im Einklang bringen mit der Körperbewegung. Mhm. Die mich bewegt, ist eigentlich, ist es möglich, mit der Kraft der Gedanken die eigenen körperlichen Grenzen zu überschreiten? Würdest du das bejahen oder verneinen? Zum Beispiel gibt es ja diese Geschichten,
ein Kind ist irgendwie unterm Auto eingeklemmt, ja, und auf einmal hebt die Mutter das Auto an. Ja. Wo kommt denn auf einmal diese Kraft her? Ja. So. Das ist eine dieser Notsituationen, wo ich denke, dass da so viel Willenskraft, da ist keine Alternative. Mm. Da ist der Fokus ganz klar, die Zielsetzung ist ganz klar, alles oder nichts. Das heißt, der Geist ist da gerichtet. Ja. So. Und dann kann es schon sein, dass wenn dieses Wollen so stark wird, der Körper auf einmal etwas vollbringen kann, was vorher undenkbar ist. Mhm. Wenn man das Ganze aber eher verteilt, bedeutet systematisch den Körper aufzubauen durch regelmäßiges Training, gepaart eben mit dem wachsenden Vertrauen des Geistes an sich selbst, dann wächst sowohl körperliche Fähigkeiten als auch mentale Fähigkeiten. Mhm. Und wenn die eins und eins immer zusammenwachsen, das ist der gesündere Weg. Ja. Kann ich also mit der Kraft meiner Gedanken Grenzen überwinden? Die Reise hat mir gezeigt, das geht ein Stück weit schon. Gedanken und Körper kann man nie trennen. Also all unsere Gedanken lösen ja Körperreaktionen aus. Und diese Körperreaktion, wenn ich die wieder wahrnehme, dann übersetzt sich das wieder zurück in Gedanken. Also letzten Endes ist es ja so eine Art Kreislauf. Und da kann ich eben irgendwo eingreifen. Aber die Frage ist dann natürlich auch wieder, warum will ich das unbedingt? Also geht es da wirklich immer um höhere und immer mehr Leistung? Vielleicht kann es ja auch dazu helfen, dass man einfach irgendwie ein ruhigeres, gelasseneres Leben so führt. Irgendwie auf eine Art im Einklang. Zumindest habe ich das hier auf jeden Fall nochmal für mich mitgenommen. Ich hoffe, der Film hat euch vielleicht auch ein paar Denkimpulse gegeben, so wie mir. Wenn ja, dann freue ich mich, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Und direkt zum Weiterschauen gibt's hier noch einen Film von Terra Explore und da noch einen anderen aus dem ZDF-Kosmos.